Ist der Stoppen. Willkommen zurück zu Galleon, zur Fortsetzung dieses Spiels und damit zum nächsten Abschnitt. Beim letzten Mal haben wir die andere Seite des oberen Teils der Insel erreicht, um das Herzstück zu finden. Haben zwischendurch diverse andere Sachen auch noch gefunden, die unsere Statistik fast vollständig aufgefüllt hat. Und zwar gab es hier zu finden eine Pistole noch, die letzte. Haben auf der anderen Seite auch noch was gefunden. Also nach der runden Wurzel hat man noch einen Schatz gefunden. Haben wir noch zwei Pistolen gefunden, oder drei. Oder die drei sogar, alle drei. Und ein Fälligkeitszwang gab es auch. Und noch jeweils Pilze. Das heißt, ich habe 8 von 10 Pilze, alle Pistolen, alle Tränke und einen Schatz fehlt uns auch noch. Das heißt, wir sind hier fast fertig, weil ich glaube, hier gibt es auch sonst nichts mehr. Ich könnte das nochmal sehen hier. Natürlich, Herr Logbuch, habe ich auch vergessen, um zu geben. Logbucheintrag haben wir nämlich auch einen neuen. Ich sollte endlich mit Face reden. Ich habe das Gespräch schon zu lange aufgeschoben. Bin ich aber gespannt, was es für ein Gespräch gibt. Und ja, wir haben die Möglichkeit, wir können einfach runterspringen hier ins Wasser, aber wir machen den normalen Weg. Würde ich so sagen. So, wir gehen jetzt wieder zurück. Müssen jetzt ins Labor zurück sogar. Richtig weiten Weg. Den werden sie genau betrachtet. Aber für uns egal. Weil so weit ist das, glaube ich, gar nicht, wenn man das schnell macht. Hier ist quasi alles, weil hier gibt es, glaube ich, nichts mehr. Meines Wissens, meiner Liste nach, haben wir alles jetzt gefunden, was es hier draußen gibt. Der Rest wartet da oben auf uns. Was? Ha? Dieses Teleportations-Miyoko ist ja Wahnsinn. Das ist mal eine Fähigkeit, die ich mal gebraucht hätte. Bevor ich runterfalle irgendwo immer, ne? Also, wie zum Beispiel bei diesem anderen Rätsel da auf der anderen Seite. Mit dem Sprungrätsel, Teleportation, ich wäre oben gewesen einfach. Na gut, wir wollen jetzt aber runter. Und zwar müssen wir jetzt hier. Naja, oder so. Wir müssen immer den Tasten benutzen. Wo kommt die denn her? Was war das denn jetzt? Wo kam der denn jetzt her? Wo kommen die ganzen Leute her immer? Die spawnen jetzt mittlerweile hier alle auf der Insel. Ist ja komisch. Willst du nicht mit? Ach, Miyoko, hätte einfach mitgehen können. Das musst du ein bisschen. Nee. Ja, musst du selber einen Weg finden. Das ist doch nicht mein Problem. Ja, ich weiß nicht, was das soll. Naja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt ins Labor zurück. Um mit Face zu quatschen. Gucken, was es zu Face. Eigentlich finden wir uns ja noch das Kraut, wurde uns ja gesagt. Aber ich habe noch kein Kraut gesehen. Noch keinen Baum hier oder so. Eigentlich muss es auch da oben drin sein, ne? Dann geht's da. Da will ich da besser immerhin hin. Da ist ja Miyoko wieder. Ja. Da verhandeln wir so nicht mehr. Jetzt geht's weiter dahin. Hallo Face. Was treibst du hier so? Frau Einstein. Ich habe die Alraune und das Herzstück. Gut. Jetzt nur noch etwas Kraut. Warum nehmen wir nicht das Kraut aus eurem Beutel? Ich weiß nicht, was ihr meint. Ich sah euch in Enken etwas beiseite schaffen. Nein, das brauche ich, um meinen Vater zu rächen. Das könnt ihr nicht haben. Mir ist alles andere egal. Ich werde Jabez töten. Euer Vater hat euch und Jabez unterwiesen, um anderen mit euren Kräften zu helfen. Jabez schlimmster Verrat war der Missbrauch dieses Wissens für seine selbstsüchtigen Zwecke. Wenn ihr euer Leben um der Rache willen wegwerft, sterben Aurelianos Ideale mit euch. All sein Wissen, alles wofür er gekämpft hat, verloren. Wählt Faith. Jabez wählte den Weg des Mordes. Folgt ihr ihm oder eurem Vater?
Giuliano ist tot. Es tut mir leid. Es geht schon wieder. Lasst uns den Golem erschaffen. Ich habe das Band so beschriftet, dass es nur von euch Befehle entgegennimmt, Rama. Golem, kommt her. Gut gemacht, Faith. Gut, nehmt jeder einen Ring. Ja, ins Innere der Bauminsel. Das heißt, der nächste Abschnitt hier abgeschlossen. Ah, so sieht also aus. Faith hatte noch Kraut übrig. Ich dachte, hätten wir damals gefunden, um das diesen Generator in Gang zu setzen. Wann hast du das gemacht? Hast du noch anderes gefunden? Ein bisschen komplex, ein bisschen seltsam wirkt das. Kommt plötzlich hier nichts irgendwie ein bisschen, ja. Es gab irgendwie nichts, was man hätte da sehen können. Das ist ja so ein sogenanntes Deus Ex Machina Phänomen, weil ja, jetzt kommt plötzlich die Enthüllung, dass sie was genommen, dass sie was dabei hatte. Keine Ahnung, ja, interessant, ein bisschen negativ aufgefallen ist die Asynchronität. Lippenbewegungen gab es jetzt hier gar nicht, beziehungsweise gab es, aber hat nichts mit dem zu tun gehabt, was wir gehört haben. Ist schon häufiger in dem Spiel so vorgefallen, aber das war sehr ganz extrem in dem Dialog leider. Ja, interessant ist, dass Faith jetzt hier offenbar selbst das Kopf benutzen möchte, um Jabez zu bekämpfen. Das ist jetzt mal ein bisschen irre. Ja, die Heilerin, und jetzt klar, weil ihr Vater wurde getötet von ihm und so weiter, aber das finde ich wirklich krasse Wandlung. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir haben ein bisschen was geleistet, wir haben einen neuen Logbuch-Eintrag. Jabez aufhalten. Ich weiß nicht, was Jabez vorhat, doch ich fürchte, es ist nichts Gutes. Ach nee, das ist ja voll die Erkenntnis. Ja, natürlich nee, ist ja nichts Gutes, aber naja, was soll man machen? Auf jeden Fall geht's beim nächsten Mal hier weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Denkt wie immer an die Kommentare und an die Bewertungen und an die Glocke, damit ihr wisst, wann und wie es weitergeht. Und ich sag danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.